Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge Super Mario Odyssey. Mitten im Chaos des Windes auf Bowsers Festungsmauern. Und wir werden jetzt unser Bestes als Samurai geben. Wahrscheinlich hier gleich einen Bosskampf zu haben. Aber vorher holen wir uns noch ein Herzchen. Gut, dass wir es gerade nicht brauchen. Okay. Okay. Ich sehe hier noch Potenzial. Ich will auch noch alle Fackeln aushaben. Aber danach bewegen wir uns weiter. Controller schütteln. Nein, ich will das noch nicht. Ist ernsthaft irgendwas geschafft? Jetzt mal ernsthaft. Ich muss das Vögelchen von da unten nach da vorne bringen. Hallo! Oh, hallo! Wie erhängt der Vogel. Ist einfach zu gut. Mit dem Schnabel vor das große Tor. Jawohl. Wo ist denn noch so ein Lichtlein? Okay. Und dann gehen wir los. Let's go. Ich bin ja eine Samurai. Das weiße Schiff. Ja, super. Du bist zu spät. Wir müssen leider weg. Unsere Hochzeit findet auf dem Mond statt. Okay, ich glaube, das hätte ich nicht nachsynchronisieren müssen. Fliegt er ernsthaft zum Mond? Oh! 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 Das war nicht so gemeint? Okay! Das war nicht so gemeint, tut mir leid. Okay, man könnte maximal... Huh! Okay, okay. Nimm dies! Okay, ein Beinchen ist schon... Okay, ich hätte vielleicht oben drauf gesollt und dem obersten auf den Kopf stampfen sollen. Ja, okay, 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 okay. Okay, da passiert nichts. Warum schießen die Vögelchen raus? Das ist ja total dumm für die.
Mann, ich lass mich da hoch! Okay. Ich muss oben drauf, ich bin mir da sicher. Ach, ich kann mit dem Vögelchen wahrscheinlich die Wand nutzen. Okay. Und dann oben trotzdem stampfen. Okay, 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 okay. Ja, wer hat gesagt, dass ich das clever löse? Ich nicht. Wie lustig. Ich kann ihn wirklich da rauspieksen. Das ist doof. Okay, jetzt bewege ich das ja auch noch. Nö, das sieht aber schlecht aus. Bap, 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 bap. Brutal! Was mit dem Vögelchen, ne? Alter! Nein, 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 tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht! Nein, 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 tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, das tut weh! Was wird das? Nee! Nee! Ah, dieser... Oh nein! Come back! Oh oh. Wow. Okay. Nee, nee, nicht auf mich zulaufen. Das finde ich nicht nett. Alter, Verrückte! Haha! Der Soundtrack ist super nice. Sicherheit nehmen wir das mal hier mit das Herzchen. Nice. So. Geiler Bossfight eigentlich. Also, die Mechanik mit dem Vögelchen, ah, cool, das hat Spaß gemacht. Das ist super. Bestens cool reingeflogen. Ein Multimon für dich! Abrechnung mit Bowsers, also in Bowsers Festung. So. Dürfen wir hoffentlich mal häufig genug besiegt haben. Wir dürften eigentlich auch insgesamt nicht schlecht dastehen. Wir dürften hier sehr viel
So. Wir können aber nicht mit der Odyssee verfolgen. Wirf mich auf den. Wir können ihn aber mit der Odyssee verfolgen. Wirf mich auf den Globus da. Ja, ja, mache ich sofort. Ich möchte aber vorher einmal noch. Wo ist der Shop? Mittelhof. Da ist Shop. Ich möchte einmal zum Shop fliegen. Und gucken, wie viele Münzen haben wir eigentlich? 33. Oh, bitte lass das nicht 15 und 20 gekostet haben. Oh, okay. Boah, hätte ich aber schon gerne. Einfach aus Prinzip. Ich muss ja nur einen passenderen Hut dazu anziehen. Aber das können wir ja für Odyssee noch machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mal eben schnell noch 5. Wie viel haben wir denn? Ja, können wir mal gucken. Wahrscheinlich so im letzten. Im letzten Bereich nochmal schauen. Davor haben wir, glaube ich, gut aufgeräumt. Dementsprechend würde ich jetzt gerne halt nochmal wirklich ans Ende. Da ist noch ein Mond. Schleuder. Da ist noch eine Schleuder. Gibt es sowas wie einen Blob? Da gibt es Fische. Haha, ich kann dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Der rotierende Turm drunter und drauf. Ja, toll, rotierender Turm. Dann ist eine Röhre aufgetaucht. Wir schauen nochmal kurz rein, auch wenn ich denke, es könnte die Röhre sein von unten, die gerade auch da gespawnt ist, ganz am Anfang. Wir nehmen die Verfolgung mal noch nicht sofort auf. Ja, habe ich es doch. Habe ich es mir doch gedacht. Ah, unten drunter, wir müssen auf jeden Fall sowas wie ein Blobby finden. Da unten. Ja, ich muss auf die andere Seite. Da haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Oh wow, hier kann man auch oben drüber. Hab ich das letzte Mal... War das schon die... Lakido! Lakido! Mensch, ich denke, wir bleiben noch mal ein bisschen hier und werden hier noch mal ein paar Münzen abgrasen. Ich würde schon gerne das komplette Outfit haben hier. Das ist halt schon ziemlich cool. Erstmal gehen wir hier drunter durch und tun uns die Münzen. 20 brauchen wir für das komplette Outfit. Irgendeiner von denen wird auf jeden Fall noch liegen. Hier sollte ich auf jeden Fall gleich nochmal hin. Aber erstmal möchte ich gucken, ob ich noch hier einen Mond finde. Das machen wir auf jeden Fall hier noch. Oh nö, der andere ist jetzt abgehauen. Wo ist denn hier noch einer? Hier können nicht nur alle Fische sein, da können wir nicht erzählen. War doch bisher immer so, dass Lakido hier noch wen gefunden hat. Ein Sternchen oder so. Also Mond. Oder so. Oder. Oh! Vielleicht du?
No! Doch, du siehst gut aus. Dich, du da. Sag ran, schon wieder nicht. Da vorne. Der da. Der ist es. Da vorne. Der da. Der da! Dickerchen, komm zurück! No! Wo ist er jetzt hin? Da! Ach, als ob. Nochmal. Ein Stück weggehen. Da ist er wieder. Schmeißen wir schon mal rein. Biegen uns langsam auf ihn zu. Guck mal. Das schaffst du. Eins. Zwei. Drei. 4, 5. Okay. Ich muss bei einem der Versuche wirklich das Timing einfach nur haben. Okay. Wieder weg. Lass ihn wiederkommen. So. Komm her. Komm her. Ja. Hm. Der war dran, eindeutig. Der war dran. Ja. Eins. Ach, komm schon. Kann nicht so schwer sein. Ey, da läuft ein Haken durch dich durch, du kleiner Lurch. Pucci! Was machst du denn da? Ein Mond für dich auf Fischfang in Bowsers Festung. Nice. So, und dann bedanke ich mich hiermit fürs Zuschauen dieser Folge. Es war ein zähes Ende, aber wir haben es gepackt, Leute. Ich bin stolz auf euch, dass ihr noch dran geblieben seid bis jetzt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne eine Bewertung da. Ich würde mich darüber mega freuen. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.